Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder reinschaut zur zweiten Folge der Tech und Hardware News. Mein Name ist Andreas Sperling und das sind die Neuigkeiten der Woche. Der größte Chiphersteller der Welt, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder kurz TSMC, hat angegeben, bis 2024 ausgebucht zu sein, was für erneute Hardware-Engpässe sorgen könnte. Valve muss wegen Patentrechtsverletzungen beim hauseigenen Steam-Controller 4 Millionen Dollar Strafe zahlen und die Xbox Series S könnte zum Problem für Entwickler werden. Um diese Hardware-News und mehr sowie meine ganz persönliche Meinung dazu geht es jetzt, also lasst mal drüber reden. Spieler und PC-Nutzer kennen und fürchten sie meistens die plötzlich auftretenden Updates für Windows, die alles verändern können und dann schon mal das ein oder andere Problem in Form eines Absturzes bescheren. Das neueste Update, welches auf den simplen Namen KB4598291 hört, scheint jedoch wirklich eine gute Sache zu sein. Laut Microsoft soll es helfen, Abstürze in Spielen zu verhindern, wenn man sich im Fullscreen- oder Tablet-Modus befindet. Das Update ist jedoch freiwillig und für die zwei neuesten Versionen von Windows 10 erhältlich, also 20H2 und 2004, welche im Oktober und Mai 2020 erschienen sind. Wollt ihr euch das Update runterladen, drückt einfach auf Start, dann Einstellungen und schließlich auf Update und Sicherheit. Auch ein Bluescreen-Fix soll sich in dem Update befinden. Meine Meinung? Für mich ist das besonders spannend, da ich Mortal Kombat 11 auf meinem Rechner einfach nicht zum Laufen bekomme und ständig mit Systemabstürzen zu kämpfen habe. Und nein, mein Rechner ist keine Kartoffel. Ich werde mir das Update mal ziehen und erzähle euch dann in der nächsten Folge der Hardware und Tech News, ob ich nun ohne Probleme auch auf dem Rechner Scorpions Wirbelsäule entfernen kann oder ob mich weiterhin vorher der blaue Bildschirm tot ereilt. Yippie-ki-yay, right? Die Hardware-Lieferproblematik des letzten Jahres ist ja bereits ordentlich in 2021 mitgeschwappt und es sieht so aus, als könnte uns das Ganze auch noch bis 2024 weiter begleiten. Laut HardwareTimes.com, welche sich als Quelle auf die taiwanesische Website technews.tv beziehen, ist der größte Chiphersteller der Welt, TSMC, bis ins Jahr 2024 ausgelastet. Zumindest was die 3-Nanometer-Modelle betrifft. Alle großen Chiphersteller, die über keine eigenen Fabriken verfügen, so wie zum Beispiel Apple, AMD und Nvidia, haben bei dem Hardware-Giganten Bestellungen in Auftrag gegeben. TSMC hat in diese neuen Chips ganze 71,4 Milliarden Dollar investiert und möchte natürlich durch diese maximale Auslastung ihrer Anlagen das Ganze wieder reinholen. Den Hauptanteil der ersten Produktionswelle scheint Apple zu bekommen. Und Gerüchten zufolge geht Intel erstmal komplett leer aus, weil sie nur als kleine bis mittelständische Firma gelten. Ja, Intel. Sie könnten jedoch weiterhin die 5 oder 7 Nanometer Modelle bestellen. Meine Meinung? Die ganze Verknappungssituation spitzt sich immer weiter zu und ich befürchte, am Ende müssen wir als Konsumenten weiterhin die Zeche zahlen. Wir bleiben beim Thema für euch natürlich weiterhin am Ball. 4 Millionen Dollar bezahlt Valve vermutlich aus der Porto- oder Kaffeekasse, doch das ist die Höhe der Strafzahlung, die jetzt der US-Richter Thomas Silley aus Washington gegen den Software- und Spieleriesen verhängt hat. Grund dafür war eine Copyright-Verletzung bei Valves hauseigenem Controller. Die Schultertasten gehen nämlich zurück auf eine Erfindung von Simon Burgess und Duncan Ironmonger, welche mit ihrer Firma Ironburg Inventions die Patentrechte seit dem 17.06.2011 halten. Microsoft Xbox Elite Controller nutzt die gleichen Tasten, doch die zahlen brav Lizenzrechte. Scheinbar wusste Valve von der Copyright-Verletzung, doch ließ den Controller trotzdem entwickeln. Meine Meinung? Ich mag Valve wirklich, doch hier hätte die Strafe noch ein bisschen höher ausfallen müssen. 4 Millionen Dollar machen sie wahrscheinlich in ein paar Stunden alleine durch die Steam-Verkäufe. Das Ironische bei der Geschichte: Der Steam-Controller, um den es hier geht, erschien erstmals am 10. November 2015 und wurde am 26. November 2019 wieder eingestellt, weil er von Konsumenten nicht wie von Valve erhofft angenommen wurde. Google ist dafür bekannt, große Projekte auf den Markt zu werfen und sie wieder fallen zu lassen. Ganze 224 Apps, Dienste und Geräte wurden von Google gecancelt. Die Webseite killedbygoogle.com beschäftigt sich nur mit diesem Thema. Nun könnte sich zeitnah der Cloud-Gaming-Dienst Stadia zur Grabreihe dazugesellen.
Google hat seine internen Spieleentwicklerstudios für Stadia geschlossen und möchte sich nur noch auf den Cloud-Dienst an sich fokussieren und anderen Entwicklern zur Verfügung stellen. Assassin's Creed Co-Creator Jade Raymond hat das Unternehmen bereits verlassen. Laut Stadia-Boss Phil Harrison will man den Dienst jedoch nicht aufgeben, sondern die Zukunft des Marktes im Bereich Cloud Gaming mitbestimmen. Die Frage, die sich nun stellt, ist, welche Unternehmen könnten davon profitieren? Sowohl Microsoft als auch Sony haben ihre eigenen Cloud-Dienste, in die sie hunderte von Millionen Dollar investiert haben und die auf ihre Systeme optimiert sind. Interesse an einem weiteren Cloud-Dienst scheint hier eher unwahrscheinlich zu sein. Meine Meinung? Natürlich will Google noch versuchen, in irgendeiner Weise von Stadia zu profitieren, doch die Schließung ihres eigenen Studios zeigt ja, dass sie selbst nicht an ihre Zukunft in diesem Bereich glauben. Spieleentwickler werden sich an Microsoft und Sony halten und Stadia wird langsam und leise abgeschaltet. Vielleicht kommt es aber auch alles ganz anders, doch das würde mich ehrlich gesagt wundern, denn die Vergangenheit hat ja bewiesen, wie Google mit solchen Projekten umgeht. Die Zukunft wird zeigen, ob und wann sich ein weiterer Grabstein auf killedbygoogle.com dazugesellen wird. Sowohl Sony als auch Microsoft haben sich dazu entschlossen, zwei unterschiedliche Next-Gen-Konsolenmodelle auf den Markt zu bringen. Sony entschied sich dafür, die PlayStation 5 sowohl mit Disklaufwerk als auch als rein digitale Variante zu veröffentlichen. Abgesehen davon sind beide Modelle identisch. Microsoft bringt mit der Series X eine technisch beeindruckende Konsole an den Start, die bei der GPU ganze 12 Teraflops vorweisen kann. Das ist ein bisschen schneller als eine RTX 2080. Die Series S kommt nicht nur ohne Laufwerk, sondern hat auch deutlich weniger Power. Lediglich 4 Teraflops kann die Grafikkarte der Series S vorweisen. In einem Interview mit WCCF Tech äußerte sich Executive Director Pavel Lecky von Exor Studios nun äußerst kritisch zur Series S. Zitat: Die Größe des Speichers, der bei der Xbox Series S wirklich verfügbar ist, wird die gesamte Konsolengeneration beeinflussen, da Gameplay-Features an die geringsten Möglichkeiten der Konsolen angepasst werden müssen. Aus der Sicht eines Entwicklers wäre es sehr viel leichter, wenn es nur die Series X geben würde. Auch Publisher 505 Games äußert sich auf ihrer Webseite zur Series S, jedoch mehr mit einem technischen Hinweis bei der Next-Gen-Fassung zum Spiel Control als mit offener Kritik. So ist bei der Frage, was ist Next Gen bei Control Ultimate Edition auf PlayStation 5 und Series X und S, der Hinweis zu lesen, dass die S-Version nur im Performance-Modus mit 60 FPS läuft, kein Raytracing bietet und mit einer Auflösung von 900p mit Upscaling auf 1080p limitiert ist. Entscheidend dabei ist der Hinweis, dass der Grund dafür die technische Limitierung der Xbox Series S ist und nicht das Spiel. Meine Meinung? Ich empfinde es als durchaus besorgniserregend, wenn solche Probleme schon jetzt ans Tageslicht treten und sogar Titel der letzten Konsolengeneration wie Control betreffen. Eine Optimierung an die Series S wird auch für zukünftige Spiele ordentlich Ressourcen fressen und man wird sich unter Umständen genötigt fühlen, in der Spieleentwicklung ein wenig zurückzuhalten, wenn man einen Titel dann auch für die Series S bringen möchte. Es bleibt die Frage, ob Microsoft an der Series S noch ein, zwei Jahre festhält und sie dann mangels Support fallen lässt, oder ob sich die Studios darauf einigen, auf den schwächeren Kasten Rücksicht zu nehmen. Sagt mir dazu doch eure Meinung mal in den Kommentaren. Hat eine Series S eine Zukunft und einen berechtigten Platz unter den Next-Gen-Konsolen oder ist sie bereits jetzt ein unerwünschter Flaschenhals, der das Potenzial und die Entwicklung der Series X, PlayStation 5 und neuer PC-Grafikkarten ausbremst? Das waren sie, die Hardware- und Tech-News für diese Woche. Doch ich entlasse euch nicht, ohne euch einen Blick in die Abenteuer unseres Teams zu geben. Nils hat sich mit Computerbäusen beschäftigt. Konkret mit der Viper 8 kHz von Razer, welche statt dem üblichen 1000 Hz mit heftigen 8000 Hz läuft und sich natürlich die Frage gestellt, ob es das überhaupt braucht. Die Antwort dazu bekommt ihr auf GameStar.de. Ich verlinke euch mal direkt den Artikel dazu hier über mir. Alex hat sich mit seinen Kameras auseinandergesetzt und überlegt, ob er nicht mal einen Artikel dazu schreiben sollte mit dem Inhalt, was braucht ihr für das perfekte Streaming-Setup? Ihr könnt ihn ja in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr Lust darauf habt. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe mich mit In-Ear-Kopfhörern beschäftigt und getestet, inwieweit sie für Gaming geeignet sind.
Besonders die GTW 270 Hybrid von EPOS haben mich da ganz schön überzeugt, weil sie so ziemlich für alle Systeme kompatibel waren und dabei auch einen guten Sound abgeliefert haben. Nur bei längeren Tragen merkt man dann doch schon deutlich den Druck in den Ohren. Aber gerade für Mobile Gaming zum Beispiel mit der Switch unterwegs oder auf dem Smartphone ist das wirklich eine gute Sache. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Habt eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video.